22 Jahre lang war Christoph Ballwein in der Gastronomie tätig. Seit rund einem Jahr begleitet er die Salzburgerinnen und Salzburger auf ihrem Weg in die Arbeit und zur Schule. Denn er ist Zugbegleiter bei der Salzburger Lokalbahn. Also der heutige Tag hat um 3:20 Uhr in der Rüsen begonnen. Und da wird einmal alles hergerichtet, durchgegangen, alles verplant ist, die Türkontakte alle funktionieren, die Haltegriffe alle gängen, die Klopfsesseln, ob die irgendwie beschädigt sind. Die Ausbildung zur Zugbegleiterin oder zum Zugbegleiter dauert rund 2 Monate. In diesem Job ist weit mehr zu tun, als nur Tickets zu verkaufen. Da ist man noch zuständig, eben, dass man da erst der Remise zum Beispiel den Zug vorbereitet, gemeinsam mit dem Triebfahrzeugführer und dann runterfährt, LB, Lokalbahnhof, und da werden noch die ersten Züge in Betrieb genommen. Das ist immer so ein Triebwagen, wie man da gerade stehen sehen. Der muss zum Beispiel aufgebügelt werden, dann müssen die Türen überprüft werden, dann die Bremsprobe muss gemacht werden und alles, was halt zur Sicherheit des Betriebes noch notwendig ist, das wird dann noch von uns gemeinsam, also der Zugbegleiter gemeinsam mit dem Triebfahrzeugführer wird das noch vorbereitet. Erst wenn der Zug ordnungsgemäß vorbereitet ist, geht's auch an die für die Fahrgäste sichtbare Arbeit. Also ich habe 2 Sachen. Einmal das Gerät, MFA-Gerät heißt das, und wo man die ganzen Tickets ausdrucken kann und ja, Geldtasche zum Kassieren hat. Die Herausforderungen sind zum Teil auch im Umgang mit den Fahrgästen. Ich sage jetzt einmal so, es sind wahrscheinlich zu 90% sind die Fahrgäste sehr nett und liebenswürdig. Es gibt aber leider Gottes auch dann wieder ab und zu Fahrgäste, die besondere Betreuung brauchen. Aber genau das ist es auch, was vielen Zugbegleiterinnen und Begleitern viel Freude an ihrer Arbeit bereitet. Der Kundenkontakt und die Vielseitigkeit. Wir sind im Turnusdienst und dann gibt es natürlich auch die angenehme Seite, ist, dass man unter der Woche ab und zu einmal frei hat. Nicht? Und da kann man viele Dinge erledigen, die was man vielleicht in einem normalen Job nicht machen kann. Dass man heute noch, wenn man Frühdienst hat, im Sommer zum Beispiel noch am Mittag fertig ist, dann kann man an den See fahren, schwimmen gehen oder was weiß ich noch, Radl fahren. Kommunikativ und ein Teamplayer sollte man sein, wenn man sich für einen Job als Zugbegleiterin oder Begleiter interessiert. Wenn Sie sich gerne bewerben möchten, dann klicken Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.